So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Bass. Heute will ich euch mal meinen Linienpack vorstellen. Und zwar habe ich da jetzt schon einiges zusammengestellt, unter anderem die Standardlinien 100, 200 und die TXL-Linie. Die habe ich ergänzt mit der Linie 1, 2, 3. Die sieht man hier. Und mit der Linie 300, die sieht man hier. Tiergarten, Warschauer Straße. Die geht natürlich nicht bis Warschauer Straße, da gibt es ja das Kartennetz einfach nicht. Und die halte ich immer aktuell und optimiere auch öfters mal den Betriebsplan. Unter anderem habe ich jetzt so eine Spaßlinie hinzugefügt, und zwar die B11, habe ich die genannt. Und die führt so ein bisschen, ja, ist eine ganz schöne Runde eigentlich. Die geht vom Hauptbahnhof bis zum Brandenburger Tor. Und hier habe ich auch hingeschrieben, zum Spaß führt durch den Tunnel zum Potsdamer Platz dann direkt und dann über den kleinen Stern, großen Stern zum Brandenburger Tor. Genau, und da habe ich jetzt erstmal nur zwei Routen, einmal Hin- und Rückweg, und der fährt dann alle 30 Minuten. Genau. Und ich wollte euch heute einfach mal die Linie kurz vorstellen. Auf jeden Fall verlinke ich euch den Betriebsplan unten im Beschreibungstext und lasst gerne ein Like da, wenn euch der Betriebsplan gefällt, und abonniert ihn und guckt euch ihn mal auch persönlich an. Genau, also ich habe den jetzt aktiviert und jetzt gehen wir mal aufs freies Spiel. Hier ist schon B11 ausgewählt. Wir fahren hier auch mal auf den Samstag, nee, auf den Sonntag. Heute ist Sonntag, ich nehme gerade Sonntag auf. Dann fahren wir auch Sonntag los. Ach nee, da gibt es ja noch keine Touren. Wir müssen Freitag nehmen. Okay, dann nehmen wir aber Freitagabend, wenn es hoffentlich nicht mehr so voll ist, dass wir da vorankommen. So, 20 Uhr fahren wir los und der Rest ist passt soweit. So, Wetter ist synchron, Steuerung ist realistisch, genau. Gut, dann gehen wir mal ins Spiel. So, da sind wir auch schon. Fahren eigentlich fast wie immer mit den Doppeldecker. Und hier auf dem Schild steht die auch drauf, glaube ich, da, B11. So, machen wir auf hier. Und erstmal zu, dass wir in Ruhe haben. So, ich zeige euch mal kurz die Map. So, also die macht einen ganz schönen Schlenker und fährt auch lang, wo jetzt noch keine Linien lang führen. Also die geht hier, erstmal sortieren, die geht hier direkt am Hauptbahnhof los und geht dann gleich rein in den Tunnel. Und fährt dann hier am Potsdamer Platz. Potsdamer Platz, Vossstraße, dann Potsdamer Platz, dann Mohrenstraße. Fährt sie dann hier ein ernstes Ende bis zum kleinen Stern und dreht dann hier um. Über Bundestag, dann zum Brandenburger Tor, und hier dreht man dann um und fährt dann wieder zurück. Ja, finde ich eigentlich ganz witzig, die Linie. Und die macht auch ganz gut Spaß zu fahren. So, machen wir hier mal an. So, und hier haben wir 32 Grad. Ja, ungefähr wie es auch draußen ist. Deswegen machen wir mal die Klimaanlage an alles. Nee, ich nicht erhitzen. Klimaanlage Fahrer. Jetzt an, Frischluft Passagiere. Okay, müsste eigentlich an sein. Okay, jetzt rauscht er los. So, okay. Stellen wir mal ein hier. 3880. Okay. Wir fahren Tour 5, Linie 5, Tour 1. Zack. Wir sind da. Weiter geht's in 41 Sekunden. So, dann kommt mal rein, Leute. So, Einzelfahrschein kriegst du, AB kriegst du, Bar 3 Euro. Dankeschön. Du. Ups, ABC natürlich. Machen wir zurück. Bitteschön. Okay. Machen wir mal gleich das Bild. So, und wir müssen abfahren. Ich habe jetzt schon mal das Titelbild gemacht für YouTube. Haben wir alles? Ne, müssen wir auf D. Jetzt können wir, oder? Yes. Okay, rauschen wir hier mal gleich rauf. So, und wir müssen eigentlich das Licht hier mal hoch gleich anmachen.
Ist ein Fahrerlicht an? Nein. Wie ist denn hier die Lichtsteuerung? Ach ja. So. Mal gleich durch den Tunnel fahren, sonst ist hier ein bisschen dunkel. So, ein bisschen durch die Bretter durch den Tunnel. Aber es ist auch ganz schön laut drin, ne? So. Ich überlege gerade, ob wir. Oh, warum hält der an? Meine Güte. Jetzt fahr. Ey. Leute gibt's. Kommt doch nicht aus Berlin. Sieht mal gern. Hey, gut, dankeschön. Ich überlege, ob ich das Licht anlasse oder ausmache. Komm mal aus. Ich glaube, ich mache es aus. So ein bisschen habe ich auch an den Zeiten was geändert, dass man wenigstens ein bisschen eine Chance hat, pünktlich zu sein. Ja, wir schon an einigen Haltestellen halt so ein bisschen verlängert die Zeit. So, mal gleich die nächste Haltestelle. Ui. Oh. Die Laterne ist schon ein bisschen weit auf der Straße, glaube ich. Hoppa. So, und ich mache das Licht aus. Hallo? Der dreht sich jetzt immer automatisch. Ich kann es ja so lassen. Kabinenlicht mal aus. Jetzt an oder aus? So, kommen sie alle rein. Tag. Alle drin. Jo. So, und wir können auch gleich weiterfahren. Was ganz cool an der Ampel von der Straßenseite hier stand ich schon ziemlich oft. Ewig. Ewig auch, aber ziemlich oft.
wenn man am Potsdamer Platz war und in der Tiefgarage geparkt hat, dann bin ich hier immer lang gefahren. Ja, ist ganz witzig hier jetzt im Spiel hier lang zu fahren. Es wollen ja Leute aussteigen, obwohl es hier nicht als Stopp steht, ne? Ich weiß nicht, ob das noch ein Bug ist. Fahrschein ABC. Das ist nämlich ein bisschen blöd. Nochmal. Ja. 5 Euro. So. Da kam dann nämlich schon mal vor, dass ich die Türen gar nicht freigegeben habe. Und da wollte aber jemand aussteigen. So, lass mich jetzt rein hier. Stopp. Einfach reindrängeln. Ander geht das hier nicht. Das ist halt Berlin, wa? Da ist der Straßenverkehr Krieg. So, übrigens, der Bug hier mit den scheiß Laternen ist immer noch, ne? Dass die dann alle umkippen. Das ist ein bisschen nervig, hier lang zu fahren. Ich blinke übrigens noch die ganze Zeit. Gleich kommen die Laternen. Peng, peng. Na, fällt um. Da fällt sie. Lass mich rein. Sonst bleibe ich an der Laterne hängen. Ja, ist halt ein Early Access Spiel, ne? Kommen sie rein. Steht zwar ein bisschen schräg. Oh, passt doch. So, weiter geht's. Und gleich kommen wir nochmal an eine Stelle, wo die Laternen umfallen. Bin ich jetzt, durfte ich überhaupt schon losfahren? Ich glaube schon. Ja, da fallen die Laternen. U-Bahnhof Mohrenstraße. Jawohl. So, bisher liegen wir ja super in der Zeit. Am Potsdamer Platz war auch so eine Haltestelle, wo ich die Zeit ein bisschen verändert habe. So, los. Bitte werd grün. Jetzt hier nicht meine ganze Zeit verplempern. So, jetzt wird nämlich da oben Stopp. Jetzt weiß ich, wo das da einer aussteigen will. Und auch hier sind die Symbole an, aber manchmal ist es noch nicht so. Guten Tag. Nein, was soll heute hier mit Tickets? Nein. Tipps. Oh. ABC, Einzelfahrschein. Sorry, ich habe das System noch nicht so lange. So, willst du? AB. Okay. Und ein 10er, also kleiner gibt's nicht, aber weißt du, ey. Übrigens blöd, dass es hier Münzen gibt, ne?
die es gar nicht gibt. Ach, bitteschön. Okay, losfahren. Gerade die Kurve ein bisschen komisch gefahren. So, jetzt haben wir ein bisschen Strecke bis zum kleinen Stern. Der weiteste Zwischenweg. Was soll ich denn jetzt einstellen? Huch. Mal. Ja. Hab ich gerade vertippt. Oh, was fährt der denn jetzt hier auf die Straße? Ey. Idiot. Jetzt fahr doch mal. Wir haben Grün und Vorfahrt, also. Ist leider oft jetzt bei dem Spiel, dass die Sachen nicht ganz so straßenregelkonform sind. Ja, gut, wir sind in Berlin, aber was macht der denn? Aber manchmal ist es dann doch nervig. Bio. Stimmt, ein Öko da drin, ne? Autofahren kann er ohne. Also nichts gegen Öko, ne? Und Bio. Rüber. Ich bin gerade einer hinten reingefahren. So, jetzt mal ein bisschen Gas geben hier. Los, die fahren mal noch rüber bei Gelb. Hier, denkt mal, schön. Hier fährt bisher noch keine Linie lang. So, wir müssen rechts und. Ah, jetzt müssen wir doch anhalten. Ja. Schön, wie ich mich breit mache. Na, soll hier ja keiner zu nahe kommen, ne? So, wir haben noch anderthalb Minuten und ich sage euch gleich, jetzt haben wir eine Verspätung drin. Die Zeit ist ja auch gelb. Daran sieht man ja eigentlich auch schon, dass das nichts wird mehr. Mal gleich Gas geben. Na, und rum hier. Mal schön von der Seite hier zum Brandenburger Tor zu fahren. Hm. Wir bleiben mal auf der Spur hier. Alter, ganz schöne enge Kiste hier. So, jetzt Feuer frei hier. Langheizen Richtung großen Stern. Hier wackelt der Bus immer so. Uff. Ja, das meine ich. Hier fliegen die Laternen auch öfter mal um. Kleiner Stern. Die Taxe schlecht. Oh, jetzt biegt der noch ab. Feier.
Naja, sind wir eine Minute drüber. Geht ja noch. Mein Blinker. Bin da. War klar. Einzelfahrschein B, okay. Noch. Warum haben die denn alle kein Parkticket? So, gleich weiter. So, sehe gar nichts. So, aber hier müssen wir gleich scharf rechts rum. Und aufpassen, Ampel. Und dann haben wir ja auch schon die Haltestelle. So, sind wir doch halbwegs im Soll hier. Schloss Bellevue. Schloss Bellevue. Ach nee, wir müssen ja rechts. Null. Rechtskurven hasse ich. Wow, ist knapp. Komisch finde, dass sie mal mit dem Rücken hier so stehen. Ja, die Seite sieht da schöner aus, aber trotzdem ein bisschen komisch. Republik.
Hallo, ein Einzelfahrschein. Gerne. Tak, tak, tak. 20 Cent. Könnt ihr euch nicht mal einigen? Und der nächste bitte. Nee, ist auch schön. Passend ist immer gut. Übrigens gibt es ja hier auch ein Ding für Kartenzahlung dann, ne? Und hier können die dann ihr Handy rauflegen, aber keine Ahnung. Kommt dann bestimmt auch später. Na, weiter geht's. So, nächste Haltestelle müsste ein Bundestag sein, glaube ich. Oh, jetzt wird gerade grün. Perfekt. Ich dachte rot. Sehr schön. Rauf auf die Busspur. Fahren wir übrigens gerade über den Tunnel, wo wir gerade durchgefahren sind. Reichstag, Bundestag. Mal rein hier in die gute Stube. Und da drin. So aus. Hier dürfen wir auch abfahren, oder? Ja, jetzt abfahren. Grün. Perfekt, grün. Ja, bisher läuft die Linie auch ganz gut. Einmal zwischendurch ein bisschen enger gewesen, aber was soll's. Solange wir jetzt im Plan sind. Und jetzt sind wir schon kurz vor der Endstation. Ja, also ca. 25 Minuten fährt man für eine Linie. Eigentlich optimal. So. S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor. Genau. Übrigens habe ich mein Discord ein bisschen überarbeitet. Da könnt ihr gerne mal beitreten. Da kommen dann Infos, wenn ich Videos hochlade. Oder es gibt auch Rubriken für die Spiele, die ich spiele. Und dann auch unter anderem auch zu The Bass. Und ja, wer weiß, was man da noch dann irgendwann mal für Sachen machen kann. Wenn dann der Multiplayer dann irgendwann mal raus ist. Link ist bei YouTube. Und ich versuche daran zu denken, den auch unter das Video noch zu packen. Und dann haben wir auch schon die Tour geschafft, ja. Wie gesagt, wenn euch die Linie gefällt, guckt sie euch gerne auch mal im Workshop an und lasst gerne ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann sind wir jetzt hier an der Endstation. Aber ich zeige euch gleich nochmal was zum Umdrehen, wie man am besten umdrehen kann, weil der zeigt eine andere Linie an, die man fahren muss, aber es gibt eine schnellere. Kann ich euch hier gleich machen. So, alle raus. So, ich bringe mal noch schnell um. So, wir haben jetzt 5 Minuten umzudrehen. Und dann müssen wir hier einfach mal rüberfahren. Und der zeigt es, man kann nämlich hier vorne schon umdrehen. Man muss nicht bis dann nach hinten fahren. Dann ist man noch ein bisschen schneller. Und das ist eigentlich auch optimal. Wenn nicht gerade so viele Autos hier langkommen. Hm. So. Lässt mich natürlich nicht. War jetzt einfach. So, und dann sind wir nämlich schon da. Hier geht's nämlich dann zurück. Und ja, aber das fahren wir jetzt nicht.
Und ja, dann war es das für diese Folge. Wenn euch, wie gesagt, lasst gerne ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Und guckt mal auf Steam und Workshop. Da gibt es auch einige andere noch Betriebspläne, die man sich da mal angucken kann, weil so viel Content hat der Sebastian doch noch nicht. Aber da kann man sich auch so ein bisschen die Zeit vertreiben. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal von Sebastian oder von irgendeinem anderen Spiel. Und ja, schönen Zeit noch. Ciao.